Weiter geht's bei Echo Night Beyond. Also wir sind ja immer noch am Tüfteln, wie wir den offiziellen Brief hinkriegen. Haben wir jetzt hier eigentlich schon so eine Kopie? Ja. Also da ist ja eh falsch, das werden wir dem dann nochmal geben, hä? Dass wir dem mal los sind. Lass mal schauen. Also was wir als nächstes vorhaben ist, dass wir nochmal die Kamera checken wollen. Vielleicht sehen wir ja irgendwo den Brief. Irgendwie liegen, ne? Unter dem Bett oder Schreibtisch, irgendetwas. Was mal, gib mir dem noch mal die falsche Version vom Brief, dass wir die los sind, denn das wird uns, denke ich, eindeutig nichts bringen. Ja, du Laversack. Ach, so ein Idiot, ey. Mann. Ja, ich mach das mal ein bisschen vor, das Geblabber von dem. Gut. Ansonsten scheint er auch ganz schön geheizt zu sein, ne? Was verschwendest du meine Zeit? Okay, wir gehen jetzt wirklich systematisch alle Kameras noch einmal ab. Zoom out. Wir haben irgendwie einen Hinweis oder sonst was gefunden. Irgendwas müssen wir hier noch sehen haben. Video, irgendwas. Oh! Hier scheint mir noch ein Video zu sein. Schauen wir noch mal weiter. Guck an, das haben wir also vor uns übersehen. Dass schon das Rätsel die Lösung sein soll. Hier. Oh mein Geist, da man riecht mich an der Videos. Aha. Okay, das ist jetzt zwar nicht die Lösung für unser Rätsel, aber wie es scheint, Sondern dann, wo die Uhr ist, ne? hat er halt wahrscheinlich die Uhr, die wir von Sergei aus suchen sollen. Gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben wirklich Videos übersehen, was allerdings wiederum nicht gut ist. Wir gucken jetzt hier nochmal, ob hier irgendwas ist mit dem Bett. Ein total hessischer Geist. Ich bin gespannt, wie da in Wirklichkeit aussieht. Also muss der wahrscheinlich die Uhr haben, aber hier da liegen tut sie nicht irgendwie, ne? Nee. Die hat da bestimmt irgendwie einstecken. So. Das ist natürlich auch mysteriös. Hier kann ich jetzt aber auch nicht sehen. Wahnsinnig macht ein das. Okay, hier ist viel, müssen wir noch mal schauen. Vielleicht ist es ja allgemein zu grün, ne? Das ist nur keine Videos. Okay, fangen wir mal hier durch. Warte mal, war da was? Oh nein. Handabdruck. Oh Gott, warum haben wir denn vorhin die ganzen Videos übersehen? Das gibt's doch gar nicht. Haben wir eigentlich schon mal geguckt. What are you doing here? I'm just looking for something. Well, everything's a mess, so I'm just organizing. There's a reference guide on that wall there. Oh, is this it? Yeah. The document's on the shelf in the residential section. Sorry, I'm organizing a little bit at a time. Lots to do, huh? No one can help you either. I heard that the last guy here, Kenneth, died from an accident at the mine. His body was found by some stone. Yeah, he reached his hand out as if he was pointing to it. As if he meant to point at it. So.
Der hat ja jetzt geredet von so einem offiziellen Dokument, ne? Genau. Und die Notiz ist aber jetzt abgerissen. Und die Zahl? Weiß, wo sieht denn der rum? 105 stand da, ne? Genau. Oh, hier gibt's doch gar keine 105. Das könnte die Lösung sein. Wie gesagt, hier steht es auch. Files Resident Area Room 105. Also der Akten. Ja, genau. Und Akten brauchen wir ja wohl, wenn wir wahrscheinlich den Brief finden sollen. Aber ich dachte, den Brief haben wir hier irgendwo gefunden. Ist hier noch irgendwas? Ich hätte mal auch denken, dass wirklich unter der Decke was liegt. Wo ist so? 105? Hier gibt's doch gar keine 115. Nee, 102, 103, 101. Hä? Okay, wir brauchen einen Raum 105. Waren Räume gewesen. Die Kabel, wo wir die Kabel befreit haben, da waren da auch komische Räume gewesen. Ja, das waren auch mal. Das waren hunderte Räume, ja, ne? Ja, muss man hin. Muss man schauen. Oh, weil hier schon. Ganz Weg umsonst latschen, wenn das Itze doch nicht ist. Ich stand ja jetzt nur vor dem 002 und sowas, ne? Hm. Da habe ich gar nicht der Porto. Gottes Willen. Jetzt wäre ich schon angegriffen, lauf hier sinnlos durch die Gegend. Ich kann mich nicht daran erinnern. Irgendwo müssen wir den Brief. Jetzt gucken wir mal. 106, siehst du? Ich wusste es noch. Also, gut. Ach, zumindest die 100 da. In 105. 105. Haben wir den Brief wahrscheinlich doch hier gefunden, ne? Damals. Ob wir den damals schon eher hatten, ich habe keine Ahnung. So, tja, wo könnte jetzt ein Brief liegen? Aha, wir haben gerade die Musik ausgeschaltet. Hier sieht es nicht aus wie ein Brief. Ich denke mal, puh, im Klo wird wohl auch keiner einen Brief verstecken. Was haben wir hier vorne? Mann, bis wenn der jetzt offensichtlich ganz einfach da liegt, der Brief, ne? Ja, dann hätte ich den ja garantiert schon gesehen. Und dann hätten wir den schon gehabt und müssten jetzt nicht doof die Gegend absuchen hier, ey. Okay, hier liegt viel rum. Das ist ja. Nein, wir sollen die Briefe auch irgendwie bedrucken, die sind ja auch schon voll. Der nimmt auch hier nichts. Hier lag ja auch mal eine Card Key oben. Wenn es mal wieder oben auch was drauf liegt, das ja auch. Nö. Ein Poster. Gut, dann könnte natürlich sein, dass die Kisten hier aufgehen. Nein. Nee. Oh, Gottes Willen. Ja, ist auch bloß eine Vermutung. Muss ja jetzt auch nicht stimmen, dass da hier ist, ne? Ja, kann auch gut ein Brief versteckt sein. Unten sieht fast so aus. Na, dann nimmt er jetzt nichts, macht er wieder zu. Hier haben wir noch was. Hier ist nichts. Hä? Ich wollte den Schrank jetzt gerade zumachen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass da was liegt. Das ist es, ja? Letterhead Paper. Oh. Um Gottes Willen. Das hätte ich niemals gefunden. Also. Zum Glück hast du hochgeschaut. Ja. Ich habe das also jetzt nicht gesehen. Ich wollte jetzt bis den Schrank wieder zumachen. Gelab. Aha. Ich mach das wieder zu. Also hätte man den auch eher finden können. Wir hätten oder? Den eher finden können, aber ich sage, ich hätte den doch damals nie gefunden. Das war jetzt ja auch eher Zufall, dass ich doch oben gedrückt habe. Na gut.
Soll es jetzt wirklich gewesen sein? Ich sehe auch, unser Video ist schon wieder fast voll. Dann kannst du es nur mal schnell dorthin oder jetzt wieder fällen. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung renne. Eigentlich ist jetzt der Paternoster kommen. Das war die falsche Richtung. Kommt das noch? Ja, jetzt bin ich gespannt. Wenn es das wirklich ist, das wäre ja sehr, sehr schön. Wir ja doch endlich mal weiterkommen hier. Nach der ganzen langen Sucherei. So, schnell durch. Gut. Machen wir jetzt erstmal einen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder.